Hallo Edelmetallfreunde, Freunde der Wahrheit. Ich begrüße Sie in sommerlicher Hitze zu den Top News am Dienstag. Was hätte ich heute für Sie? Ein 1,5 Billionen Dollar Bankrun? Dann Schilder weiter abwärts? Was auch sonst? Digital Lion und am Ende Silber. Ich fange aber an mit Verwirrung, die immer weiter um sich greift. Kirche ruft zum Klimastreik auf. Die evangelische Kirche in Deutschland ruft Gläubige dazu auf, den Klimastreik am 15. September zu unterstützen. Die ungebremste Erderhitzung setzt die Bedingungen der Möglichkeit menschlichen Lebens aufs Spiel, erklärte die Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschus, im Sonntagsblatt. Die Bankenkrise ist vorbei, die Abzüge von Einlagen sprechen aber eine andere Sprache. Nach den jüngsten Daten der Federal Reserve von St. Louis waren die US-Banken innerhalb eines Jahres mit einer Einlagenflucht von 605 Milliarden Dollar konfrontiert. Und die Gesamteinlagen bei Banken in Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien sowie in den Benelux-Staaten und den nordischen Ländern sind nach Angaben von S&P Global Market Intelligence innerhalb von 12 Monaten um rund 950 Milliarden Dollar zurückgegangen, sodass sich die Einlagenflucht in den genannten Ländern auf insgesamt 1,55 Billionen US-Dollar beläuft. Die Frage ist natürlich, wohin ging das Geld? Nach Deutschland. Es bröckelt buchstäblich im Bauhandwerk. Der Präsident des Zentralverbandes des deutschen Handwerks, Dittrich, hat vor einem Kollaps der Baubranche gewarnt. Wir fahren beim Bau mit hohem Tempo auf eine Mauer zu und die Bundesregierung schafft es einfach nicht, auf die Bremse zu treten, sagte Dittrich der Bild am Sonntag. Noch würden Projekte abgearbeitet, die vor mehreren Jahren beschlossen und finanziert wurden. Doch seien die Baufinanzierungen für künftige Projekte massiv eingebrochen. Als ob das noch nicht reichen würde. Am Bau kriselt es gewaltig und jetzt soll auch noch eine neue Steuer her. Die schwarz-grüne Landesregierung in Nordrhein-Westfalen pocht auf eine Abgabe für Sand und Kies, den Hauptbestandteilen von Beton, aus dem viele Gebäude gebaut werden. Das Ziel, beim Bau soll Beton gespart, dafür mehr recycelte Stoffe verwendet werden. Die Steuer könne 10 bis 30% des Materialwerts ausmachen, schreibt die Rheinische Post. Und wer so und anders traktiert wird, der macht sich eben Gedanken. Aus der Führungsetage einer großen deutschen Bank erfährt die Berliner Zeitung, dass zahlreiche Unternehmen an die Bank herangetreten seien, damit sie ihnen bei der Suche nach einem neuen Standort behilflich sein möge. Ein Frankfurter Banker sagt, das Verhältnis zwischen Wirtschaft und der gesamten Politik ist zerrüttet. Und wie sieht das dann grafisch aus? So zum Beispiel. Insolvenzen in Deutschland, erstes Halbjahr 23 gegenüber 22, überall ordentliche Zuwächse. Und warum tut man das alles? Weil man ja angeblich CO2 einsparen muss. Was China übrigens nicht mehr macht. Wie sieht das grafisch aus? Bei Our World in Data können Sie hier die unterschiedlichen Regionen der Welt eintragen. Ich habe die Welt, China, USA, EU, Indien und Deutschland genommen. Dann kann man hier den Zeitraum verändern und Sie sehen, abgesehen vom Corona-Knick geht das weltweit munter nach oben. Bei Deutschland fällt es etwas. China steigt natürlich gewaltig, Indien ebenso. Ist ja auch kein Wunder, da die Produktion dorthin verlagert wurde. Und was Deutschland tut, ist vollkommen sinnlos. Es kostet nur hunderte Milliarden oder gar noch mehr. Und weil dieser Wahnsinn offensichtlich ist, bleibt dem Staat nur noch eins übrig: Einschränkung der Meinungsfreiheit. Diesen Artikel finden Sie in der Beschreibungsbox zum Nachlesen von Hans-Georg Maaßen. An dieser Stelle danke unserem Videosponsor Fortuna Silver. Das lang ersehnte Interview mit Jorge Ganossa kommt nächste Woche. Da gehen wir auf die jüngsten Entwicklungen ein, nicht nur die Gewinn- und Produktionszahlen, sondern auch den Test der Séguéla-Mine und Bohrergebnisse. Also seien Sie gespannt. Und damit kommen wir zur Digitalagenda. Man fängt eben einfach etwas an mit kleinen Schritten und macht dann immer weiter, bis es kein Zurück mehr gibt. Aber genauso wie bei der Meinungsfreiheit natürlich nur, wenn sich die Bürger das bieten lassen. Die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen forderte heute auf dem G20-Gipfel unter dem Motto One Future eine internationale Regulierungsbehörde für künstliche Intelligenz und digitale Ausweissysteme, ähnlich wie Coronavirus-Impfpässe, mit einem ominösen Aufruf zu mehr globaler Zusammenarbeit und Zentralisierung. Von der Leyen verkündete kühn, dass unsere kollektive Zukunft digital sein wird, was die Notwendigkeit globaler Instanzen zur Grenzziehung und Durchsetzung von Vorschriften impliziert.
In ihrer Position als EU-Kommissionspräsidentin ging von der Leyen in ihrer Rede auch auf KI und die digitale Landschaft ein. Sie wies auf die potenziellen Gefahren und enormen Chancen hin, die mit der fortschreitenden KI-Technologie verbunden sind, und betonte, wie wichtig es ist, diese explosive Technologie zu kanalisieren. Bedenklich stimmt, dass von der Leyen den Vorstoß der EU in Richtung einer EU-weiten digitalen Identitäts-App, die die persönlichen Daten der Bürger speichern kann, einschließlich Kreditkarten, Führerschein und Passdaten, lobt. Diese Entwicklungen lassen die Alarmglocken für Einzelpersonen und Nationen läuten, die Redefreiheit und Privatsphäre schätzen. Und damit zum Schluss zum Silber zu Bai und Michael Lynch. Beischreibt, China hat eine große Menge an Silbererz und Konzentrat gekauft. Im Jahr 2014 wurden 0,4064 Millionen Tonnen importiert. Von Januar bis Juli 2023 wurden 0,935 Millionen Tonnen importiert. Und es wird erwartet, dass die Menge im Jahr 2023 1,6 Millionen Tonnen übersteigen wird, was 394% des Wertes von 2014 entspricht. Es kommt hauptsächlich aus Südamerika, Peru, Mexiko und anderen Ländern. Und damit sind wir beim Ditch und der amerikanischen Terminbörse. Er schreibt hier, 14 Jahre lang entsprach das registrierte Silbervolumen im Durchschnitt der Summe der Lieferungen von 5 Monaten. Jetzt entspricht das registrierte Volumen kaum noch einem aktiven Monatskontrakt. Ein Blick zurück in die Vergangenheit zeigt, dass bis zum Beginn der QE-Unendlichkeitsära im März 2020 das registrierte Silbervolumen immer deutlich über dem Silber lag, das in einen einzelnen Kontrakt verkauft wurde. Seit endlos QE gab es 2 Gelegenheiten, bei denen die Lieferungen in einem einzelnen Monat das registrierte Silber übertrafen. Die Übertragungen auf die registrierten Silberbestände erfolgten unmittelbar vor Beginn der Lieferung. Ich hatte diese auf dem Diagramm vom Donnerstag vermerkt, das ich nachstehend kopiert habe. Das ist dieses Diagramm hier. Kürzlich gab es möglicherweise ein drittes Ereignis, bei dem JP Morgan 14,5 Millionen Unzen in den registrierten Bestand überführte. Wir werden sehen, ob diese Umschichtungen in den registrierten Bestand erforderlich waren, um die anstehenden Lieferungen für den September zu erfüllen. Bisher hat JP Morgan von diesen 14,5 Millionen Unzen nur 5 Millionen Unzen verkauft. Und im Moment würde ich davon ausgehen, dass sie nicht viel mehr verkaufen müssen. Der Punkt ist, dass das Silber an der COMEX jetzt extrem knapp ist. Die beiden jüngsten Bewegungen in die registrierte Kategorie von Standard Chartered und JP Morgan liegen nur wenige Monate auseinander, was bedeutet, dass die Short-Positionen auf Monatsbasis funktionieren. Vor dem Zitat möchte ich Ihnen noch einen YouTube-Kanal vorstellen, der wirklich wert ist, ihm zu folgen, und zwar Anthony Lee. Der kritische Landwirt, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Also schauen Sie dort mal rein. Und damit bin ich beim Zitat. Das waren die Top News am Dienstag. Genießen Sie den Rest Sommer und wir sehen uns spätestens Freitag wieder. Bis dann. Tschüss.